hat in keiner Art und Weise profitiert. Wir über 20 Jahre, über 50 Jahre beliefern wir die Autofirmen mit Bestandteile qualitätsmäßig. Den Einkäufer von den Automobilen, dann ist es vollkommen wurscht. Ich möchte hier noch einmal feststellen, ich habe in keiner Art und Weise jemals mit IDS-Leuten gesprochen. Ich habe nie verhandelt und wir machen keine Aufträge für die Flugzeugfirma. Ich möchte auch sagen, wir haben einen, die haben uns einen Auftrag angeboten. Ich habe das abgelehnt, weil wir sind nicht in der Rüstung tätig, wo Regierungsaufträge. Ich habe die ganzen Waffen, die ganzen Panzer, wie wir Steuern haben, alles weggegeben. Wir haben nur Auto und die Regierung möchten sich schmücken und sagen, ja, die rufen an, wir wissen uns, wie viele Aufträge wir haben. Wir haben Milliardenaufträge. Gut, das ist unser Business. Das hat gar nichts zu tun mit den Kampffighter-Jets. Gut, Herr Stronach, gestehen Sie mir zu, dass ich eine Frage stelle und ich wiederhole meine Frage vom Anfang, die ist ganz leicht mit Ja oder Nein zu beantworten. Hat der Magna-Konzern im Zusammenhang mit der Eurofighter-Beschaffung gegen Geschäfte gemacht, ja oder nein? Ich habe noch einmal hier erwähnt, es hat nichts zu tun. Sie müssen mich aussprechen lassen. Ist das lassen. Ja oder nein, Herr Stolz? Ich kenne mich nicht ja aus. Oder nein. Wir haben nichts zu tun. Wir machen für 50 Jahre Auto, wir sind anerkannt in der ganzen Welt und ich könnte der Cousin sein vom Henry Ford, der kann mir nicht helfen, wenn die Preis und Qualität nicht stimmen würde. Und die Politiker erstens haben Fehlinvestierungen gemacht und da schauen plötzlich, Magna hat profitiert. Ich möchte noch einmal sagen, in Österreich die ganzen Aufträge, wir haben minimalen Profit gemacht. Ich habe die Fabriken hier gemacht, weil ich Österreicher bin. Ich kann beweisen, wenn die im Ausland gewesen sein, wir würden mehr Profit gemacht haben. Und das sind Verleumdungen und das ist ein ganz schlechtes Spiel. Ihr müsst das Geschäft verstehen. Gut, wenn das so ist, Herr Stronach, dass Sie nicht das profitiert genau haben. So und ich würde mir eine Suchung, Herr Stronach, Sie müssen mich eine Frage wünschen. Stellen lassen. Sie müssen mich eine Frage stellen lassen, sonst wird es kein Interview, sondern eine Rede. Herr Stronach, die Zuschauer wollen hören, was wirklich Geschichte ist. Ich wiederhole noch einmal. Herr Stronach, wir machen Autogeschäfte. Herr Stronach, wenn Sie mich keine Frage stellen lassen, breche ich das Interview ab. Ich habe Sie schon gestellt. Aber ich stelle nicht nur eine Frage, das Interview besteht aus mehreren Fragen. Noch eine. Gut, wenn das so ist, wie Sie sagen, Herr Stronach, warum hat dann der Magna-Konzern bis jetzt 57 Projekte im Wert von 348 Millionen Euro als Gegengeschäfte beim Wirtschaftsministerium mit Stempel und Unterschrift bestätigt? Noch einmal. Wir haben die Aufträge bekommen. Wir beliefern immer schon unter konkurrenzfähigen Konditionen. Wir machen das immer. Aber wenn die Gering sich schmücken will und anruft bei Mercedes, wie viele Aufträge an Mercedes? Natürlich, ich habe 400 Fabriken. Ich würde nie, wenn jetzt irgendein Buchhalter sagt, ja, es stimmt, wir haben bestimmt mehr wie 350 Millionen. Nicht? Wir sind der größte Autobestandteillieferant der Welt. Aber noch einmal, das hat gar nichts zu tun, die Politiker wollen sich schmücken und sagen, wir haben Gegengeschäfte. Okay? Und noch einmal, den Eurofighter, das war Blödsinn zu Beginn mit. Und jetzt wollen die sagen, also die Magna, ich würde mir eine Untersuchung wünschen. Gut, Herr Stronach, noch einmal, das haben Sie schon gesagt. Die Frage ist, wir haben nicht profitiert davon. Okay, warum, wenn Sie sagen, es gab keine Gegengeschäfte, warum sagt dann die Sprecherin von Magna, Frau Drese zur ZIB2, wir haben nie bestritten, dass es Gegengeschäfte gab. Noch einmal, erstens einmal, Gegengeschäfte ist nicht gegen Gesetz, die sind erwünscht. Aber ich bin nicht zufrieden damit, wenn die Politiker sagen, Magna profitiert. Weil ich jetzt in der Politik, wollen die mich herstellen als Profiteur. Ich habe so viele Fabriken investiert, wenn ich die in Poland oder in woanders investiere, würde mir viel mehr Profit machen. Wir machen kaum Profit in Österreich. Die Arbeiter sind gut. Warum wir keinen Profit machen? Die Verwaltung ist zu groß. Und da gehört auch der EF dazu. Weil die Bevölkerung muss 600 Millionen hergeben. Und das sind Verwaltungen. Ich verstehe lieber, dass Sie lieber den ORF kritisieren wollen. Du musst eine wirtschaftlich gesunde Frage stellen.
Herr Stronach, Sie überlassen mir bitte, wie ich die Fragen stelle. Ich überlasse Ihnen, wie Sie antworten, wenn Sie halbwegs in der Zeit bleiben. Also, wenn das so ist, dass Sie von den Gegengeschäften nichts profitiert haben und Sie haben damals unter Wahrheitspflicht im Urschuss gesagt, es hat gar keine Geldflüsse an Magna im Zusammenhang mit Gegengeschäften gegeben. Warum, Herr Stronach, ich bin noch nicht fertig mit meiner Frage. Herr Stronach, ich bin noch nicht fertig mit meiner Frage. Wir haben für die Autos schon immer schon gemacht. Herr Stronach, Sie wollen uns nicht zwingen, Ihnen den Ton abzudrehen, damit ich meine Frage fertigstellen kann. Wenn Sie keine Gegengeschäfte gemacht haben, warum habe ich hier eine Liste, allein aus dem Jahr 2003, nur eine Jahreshälfte, wo ich viermal Magna-Unternehmen finde, mit einem Gesamtwert von weit über 70 Millionen Euro? Noch einmal, die Regierungen haben mich gefragt, nicht? Die können unsere Bücher anschauen, die haben festgestellt, wie viele Aufträge wir von Chrysler, von Mercedes haben. Das hatte mit dem Gegengeschäft nichts zu tun. Ich sage kategorisch, ich kenne niemanden von EDS, ich habe nie verhandelt und ich habe Aufträge abgelehnt für die Fighter Jets. Wir wollen mit der Rüstung nichts zu tun haben, die wurden eingetragen. Noch einmal, ihr müsst das verstehen, das ist ein politisches, mich schlecht zu machen. Wir haben nichts damit zu tun. Wir haben das Geschäft weitergeführt, vorher, nachher und auch in der Zukunft. Und das wird hier, ihr spielt ein politisches System, ihr wollt die Macht erhalten. Nicht? Da ist eine Freundelwirtschaft, hier ist ein Sumpf der Korruption und der Freundelwirtschaft. Und jetzt wollt ihr mir zeigen, ich bin da ein Profiteur. Wir haben da über 150 Millionen Sozialspenden gegeben. Herr Stronach, Sie sind immer so negativ, muss ich jetzt sagen. Ich bin nicht negativ, ich will die Wahrheit. Sie nennen die Wahrheit negativ. Herr Stronach, Sie brüllen mich hier nieder. Trotzdem werde ich jetzt meine Frage stellen, meine nächste. Der damalige Finanzminister Grasser, als es um die Eurofighter-Beschaffung ging, war, bevor er Minister wurde, bei Ihnen im Magna-Konzern Prokurist. Und er hatte als Minister noch ein Rückkehrrecht zu Magna bis 2003. Im Juni 2001... Das war öffentlich bekannt gegeben. Genau, ja. Im Juni 2001, ein Jahr vor der Typenentscheidung, hat Ihr engster Vertrauter und Magna-Chef Sigi Wolf mit einem Magna-Firmenflugzeug Herrn Grasser in die EADS-Zentrale nach Bayern geflogen, ins Eurofighter-Werk. Mit einem Firmenflugzeug von Magna. Ja, warum eigentlich? Gesetz. Aber warum hat er das gemacht? Sigi ist ein guter Österreicher. Er hat versucht, dass gute Gegengeschäfte gemacht werden, nicht? Weil da gibt es ja andere viele Firmen, die noch nie ein Geschäft mit der Mercedes oder was gemacht hat. Und ich glaube, das muss man ihm anrechnen. Er hat auf unsere Kosten, hat er für andere Firmen Reklame gemacht. Herr Stronach, das glaubt Ihnen jetzt was kein glaubt, aber also, pass auf, wie kannst du das sagen? Also Ihr Konzernchef hat... Wir haben die Aufträge immer schon gehabt und haben sie immer wieder. Wir haben sie auf der ganzen Welt. Und ich möchte betonen, unsere Fabriken in Österreich machen kaum einen Profit. Und ich werde von meinen Aktionären manchmal ein bisschen beschimpft, weil die sagen, pass auf, wieso investierst du so viel in Österreich? Ich investiere in Österreich, weil ich Österreicher bin. Meine Fabriken hätten mehr Geld gemacht, wenn sie woanders sein werden. Und ich habe obendrauf noch so viel Sozialleistung. Wir haben nur gegeben. Und ihr wollt das jetzt umdrehen. Ihr seid ein Machterhaltungs-, der OF ist ein Machterhaltungs-, pass auf, wir kommen das Ganze zusammen. Herr Stronach, Sie wollen mit mir streiten. Ich will nicht mit Ihnen streiten. Ich will nur sagen, die Wahrheit müsst ihr sagen. Herr Stronach, die Staatsanwaltschaft untersucht, und das ist die Wahrheit, ob es rund um die Gegengeschäfte über Briefkastenfirmen jetzt Bestechungsgelder oder illegale Provisionen gegeben hat. Unter anderem wird da auch über Magna-Firmen gesprochen in diesen Untersuchungen. Wenn sich herausstellen sollte, dass das stimmt, dass an Magna-Firmen illegale Provisionen geflossen sind, was würden Sie dann für Konsequenzen ziehen? Ich glaube, das ist kaum unmöglich. Wir sind an der Börse, tradieren an der Börse mit den strengsten Regeln. Also wir sind im Glaskasten, wir haben innerhalb der Firma 25 Rechtsanwälte. Alles wird genauestens überprüft. Weil für mich ist Wahrheit, Transparenz, Fairness. Also wir haben über 120.000 Beschäftigte. Kann da mal ein Diebstahl sein, kann da mal was sein? Das wird die strengsten Strafen haben, die es gibt. Aber ich kann sagen, ich war in keiner Art und Weise jemals mit den Fighter Jets da in Berührung, mit denen verhandelt. Ich habe Aufträge abgelehnt. Gut, letzte Frage.
Sigi Wolf, damals operativer Chef von Wagner, ihr engster Vertrauter, hat im Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht selber gesagt, dass er für EADS eingetreten ist und sich da stark positioniert hat. Jetzt gibt es diese Debatten und Herr Wolf ist da sehr in der Debatte. Nach diesen ganzen Diskussionen, Sie wollen ihn ja sogar als Bundeskanzlerkandidat für Ihre Partei. Wollen Sie noch immer als Bundeskanzlerkandidat? Ja, er ist ein guter Mann, würde ein guter Mann sein. Er hat sich für Österreich eingesetzt. Die Magna braucht niemand. Wir brauchen keine, wir sind so selbstständig, wir sind anerkannt in der Welt als Nummer eins in der Automobiltechnik. Wir lehnen Aufträge ab. Herr Stornach, das hatten wir alles schon. Gut. Also Sigi Wolf noch immer Ihr Wunschkandidat, hat er schon Ja oder Nein gesagt? Ich hab immer erwähnt, ich habe mit ihm gesprochen, er hat nicht Ja oder auch nicht Nein gesagt. Okay? Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Okay, sehr gut. Und wir wechseln das Thema und ins Ausland, und zwar nach Ägypten,